Lass dich nicht von Maxes Alter täuschen. Er ist ein genialer Mann. Ja, davon gehe ich aus. Dr. Ingram, das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Ich wollte Proctor Quinlan nach einer Möglichkeit forschen lassen, Liberty Primes Reaktor zu starten. Und dann fällt uns das in den Schoß. Ich frage mich, ob das Institut das Gerät braucht oder nur will, dass wir es nicht bekommen. Wie dem auch sei, wir sollten beide zu Mass Fusion gehen und uns den Beryllium-Beschleuniger vor ihnen holen. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Das wollte sie doch schon lange, ne? Unterschätzen, Potter. Das wollte sie doch schon lange endlich mal raus in den Kampf, aber, Kerls gibt ihm den Befehl, sie nicht zum Kampf freizugeben, wegen ihren Verletzungen. Warum willst du unbedingt mitkommen? Soll das ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Na dann. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, uns eine Stromquelle für Liberty Prime zu sichern. Spoils of War begonnen. Okay. Aber kann ich sie nicht... Ingram? Ich war schon lange nicht mehr auf einem Einsatz im Feld. Gutes Gefühl, mal wieder gebraucht zu werden. Okay. Knopf für die Stromübertragung. Okay. Das heißt... Aber Liberty reprimed ist damit nicht... fehlgeschlagen oder so, ne? Nee. Gut, wenn das so ist, dann kann ich ja mal... Sie hat gesagt, ich soll mich ausrüsten, dann werde ich mich auch ausrüsten. Und zwar anders als mit dem Ding, weil dem geht mir das auf die Nerven. So, Schrott lagern. Der Jetpack. Waffen. So. Weg, weg, weg. Auch weg. Und weg. So. Weg, weg. Meine Hilfsmittel. Ah ja, genau. Hab ich ja nichts aufgehoben, glaube ich, ne? Nee. Das heißt doch hier. Munition. Das ist wirklich unglaublich stark, das Ding. 5 mm. Fusionskerne, Fusionszelle, Kaliber 45. 45. So. Da tauche ich mal die Hälfte von weg. Brauche ich ja nicht. Vielleicht noch ein paar 2 mm Kartuschen. Das wäre eventuell nicht schlecht. Auch wenn die ein bisschen viel wiegen. Und dann. Die Gauss Rifle haut einfach unglaublich rein, deswegen muss ich mir die mal holen. Ich habe hier nämlich irgendwo eine, die... Nee, nicht die, sondern die da. Und bei der Planung der solchen Bekämpfung bitte eher nicht mehr. Das Ding ist nur... Falls ich einmal Reparaturen nötig habe... Das sollte, Aufklärungsziel von Ruhe ist scheiße. Das Aufklärungsziel von Ruhe hat einen viel zu hohen Zoom. Das mag ich nicht. Das heißt... Kurzreichweiten-Ziefernrohr. Nee, gar kein Ziefernrohr. Am besten. Nicht in Quarantäne zu sitzen. Am besten tatsächlich ein Combat-Scope. 2,5-fach. Obwohl das auch ein bisschen zu nah dran ist, aber ist immer noch als. Noch mal besser als Aufklärungsding. Nette Handarbeit. Dankeschön. Kompensator vielleicht? Verbesserte Rückstoßdämpfung. Verbesserte Rückstoßkontrolle für verringerte Reichweite. Da brauche ich ja nicht, ne? Also der Rückstoß, der muss ja wirklich nicht. Der muss ja wirklich nicht kontrolliert werden. Das Ding ist Einzelschuss. Ist geradezu unfair. Wisst nicht, sie klammert sich trotz allem ans Leben. Ups. Inventar. Kleidung, Waffen. Da. Ich mach das mal kurz auf Favoriten. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Nettes, unscharfes Ding. Der Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, keinen Sinn ergibt. Ich arbeite daran.
Mir gefällt das Scope nicht. Das Visier gefällt mir nicht. Das muss verändert werden. Und zwar ein Standardvisier. Ich glaube, das ist besser. Ich brauche keinen Zoom. Wir müssen Forscher und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Es ist schwer. Häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf die vorbereitet zu sein. Aber irgendwie ist das auch nicht das Wahre. Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Das sind 2,5, ne? Gauss-Gewehr-Reflexvisier. Höchster erhöhter Fokus und erhöhte Position durch das Visier. Vielleicht das Ding. Gucken wir mal nach. Das ist dann das gleiche wie mit dem 2,5-Zoom, nur eben nicht so nah dran. Den Bomben tief gefallen? Nee, wenn was weiter weg ist, kann ich das nicht richtig sehen. Das ist doof. Vielleicht ein Kurzreichweiten-Zielfernrohr? Ich brauche hier einfach mal alles Mögliche, ne? Ja, das ist schon besser. Meine vorindustriellen Pandemie-Modelle haben durch den Niedergang des Flughafens an Bedeutung gewonnen. Dann überlege ich gerade, ob ich hier nicht eventuell tatsächlich wieder ein normales Reflexvisier reinhauen soll, weil wenn ich dann kurzreichweiten Ding habe im Gauss-Gewehr, dann brauche ich ja keinen. Kann ich das ja eher im Nahkampf benutzen, ne? Ja, ich glaube, wenn man sich das mal vorstellt. Früher war das hier ein Meer aus Krankheitsträgern und Übertragungen. Ich hätte gerne einen Ghost Rifle, einen Gatling-Laser. Ich glaube, Proctor Teagan verkauft einen, ne? Aber ich will da jetzt auch nicht hin. Meine Munitionsanzeige geht weg. Hi. Ich will da jetzt auch nicht hin. Aber was ich noch machen muss, ist neue Virtual-Bomb-Signalgranaten machen. Die Flugzeuge fliegen nicht mehr. Dabei wollte ich die Welt doch aus der Luft sehen. Ich hoffe, du brauchst das Impact hier nicht. Aber für alle Fälle. Dankeschön. So. Die Pridwin ist erstaunlich, oder? Eine Meisterleistung der Bruderschaft. Grandiose Meisterleistung der Bruderschaft. Dann wollen wir mal weitergehen. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Spoils of War. Fly to Mass Fusion. Sie ist oben zur Pridwin. Okay. Jetzt gucke ich nicht. Achso. 120 Schuss. 121 Schuss sollten eigentlich reichen, oder? Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens. In den Kommentaren stand, dass das Gauss-Gewehr, glaube ich zumindest, dass es da stand, ich glaube nicht auch irgendwo, dass das Gauss-Gewehr vom schweren Waffenskill profitiert. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Meiner Erfahrung nach finden Großschmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenem Sarg. Na, die hat das nur mit geschorenen Haaren, das sieht besser aus. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber ich halte es auch schon für unwahrscheinlich, weil bei mir macht das Gauss-Gewehr über 500 Schaden und ich habe nicht einen Punkt bei schweren Waffen drin, aber ich habe ganz viele Punkte bei Einschusswaffen drin. Ist ja eigentlich keine schwere Waffe. Also sie ist schwer vom Gewicht her, aber nicht von der Waffenart her. Schwere Waffen ist ja sowas wie Minigun. So. Achso, diese steht auch schon drin, okay. Wenn du diesen Vertibor zum Mass Fusion besteigst, bist du für immer ein Feind des Instituts. Willst du wirklich fortfahren? Ah, okay, dann kommt da tatsächlich eine Warnung. Ja. Ja, will ich, ja, ja. Ich, ja, ja. Für die Bruderschaft! Roger, Schwertscheide. Schwertscheide heißen wir. Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halt dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen.
Ja, jetzt natürlich Fegeschaden, billige Bitterkopf. Natürlich, wollte ich sowieso nicht machen. Ja, Fegeschaden, Hypothese, auch das wollte ich nicht machen. Dann haben wir uns jetzt endlich das Institut zum Feind gemacht. Ich habe mich schon gewundert. Und politische Neigung. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Aus dem Institut verbannt. Kehre zum Institut zurück. Ach, kommt wahrscheinlich ein Gespräch mit Vater, ne? Also mit Sean. Vater. Der hat doch den Namen Vater. Der heißt doch nur Vater, damit der Spieler reingelegt wird, oder? Wenn der kleine Sean nach Vater ruft oder sowas. Also wenn der Synth-Sean nach Vater ruft, damit der Spieler denkt... Oh, das funktioniert nur mit männlichen Spielern, was ist das für ein Quatsch? Feindliche Ziele auf dem Dach gesichtet. Bereite Angriff vor. Da wimmelt es nur so vor Synth. Ich hier keine Explosivwaffen oder sowas. Ich bringe uns über das Dach, damit ihr aussteigen könnt. Was? Aber warum gehen wir nicht mit der Armee hier hin? Für den Sieg! Ich sage nicht, sag für Ältester im Nächsten, ist alles in Ordnung. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Genau. Proctor. Gehen wir weiter. Wir haben noch jede Menge Gebäude vor uns. Das stimmt allerdings. Aufgepasst. In Ordnung. Gibt es irgendwas Bestimmtes? Was meinst du? Was meinst du? Sorg dafür, dass der Beryllium-Beschleuniger nicht in die Hände des Instituts gerät. Wer weiß, was es mit solch einer Vorrichtung anstellen würde. Weiß ich doch schon. Was meinst du? Die Bruderschaft schlägt sich mit diesem Haufen rum, seit wir im Commonwealth sind. Was meinst du? Dank dir können wir hier draußen was bewegen. Ich weiß doch schon, was die zu tun gedenken. Ich weiß es doch schon lange. Sie wollen doch den blöden Reaktor bauen von ihnen. Also, die Behörden den Bau beschleunigen. Also. Ach komm, weiter die. So. Wahrscheinlich muss ich den Fahrstuhl nehmen, aber ich gucke mich trotzdem nochmal hier oben um. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwas übersehe. Mess Fusion Haupt-ID. Das ist eine ziemliche Unordnung. Ich frage mich seit wann. Die können wir sicher noch gebrauchen. Und ein Passwort. Es lohnt sich, sich umzusehen. Ich sehe den Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegt haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Oslos Büroaufnahme. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst.
Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Kap. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Du hast mich angelogen. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor. Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich trau meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Das reicht jetzt. Ob es dir gefällt oder nicht, sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit, oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. Der ist in Washington? Das wäre super. Persönliche Intramail 30.07.77. Aha. Arne K. Oslo von Enchantridge, Forschungsleiter. Gemäß ihren Anweisungen wurde der Beryllium-Beschleuniger in unserem Hauptreaktor in Untergeschosstunnel 1 installiert. Da ich außerdem die Sicherheit aller Kartenleser im Gebäude erhöht habe, benötigen sie ihre Hauptschlüsselkarte, falls sie die Aufzüge benutzen möchten. Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal offiziell mitteilen, dass ich mit einer Beschleunigung des Projektzeitplans nicht einverstanden bin. Ich finde es beunruhigend, dass die derzeitigen Ereignisse, wie etwa weltweite Unruhen, keinen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt haben. Mir ist zwar bewusst, dass Ihr Kontakt zum US-Militär eine rationale Vorgehensweise erschweren könnte, trotzdem empfehle ich Ihnen dringend, die Situation noch einmal zu überdenken. Ich dachte, Sie hätten genau aus diesem Grund Poseidon verlassen, Karl. Ah. Persönliche Intramail 29.08.77 von K. Oslo and Chandridge, ja. Ne, an K. Oslo. Also an Oslo von Chandridge. Ich beobachte den Reaktor jetzt seit Wochen und der Beryllium-Beschleuniger läuft mit höchster Effizienz. Bisher konnte ich lediglich eine Abnahme des EM-Spektrums von weniger als einem tausendstel Prozent feststellen. Wenn Sie sich eine stabile Plasmareaktion erhofft haben, hier ist sie. Glückwunsch. Vielleicht sollten Sie und das Militär eine Flasche Champagner aufmachen. 5.9.77 an Oslo von Reisenbauer, Personalkoordinator. Heute Morgen wurde Dr. Noel Chandridge aus dem Gebäude geführt und sein Vertrag beim Mass Fusions aufgelöst. Der Speicher seines Terminals wurde gelöscht und seine Forschung auf unseren Hauptrechner übertragen. Dr. Chandridge wurde mitgeteilt, dass jeder Versuch, eine Anstellung bei einem konkurrierenden Atomenergieunternehmen zu erhalten, eine Klage nach sich ziehen wird. Laut Vertrag werden seine Pension und die Beihilfe gesperrt. Sollten Sie noch etwas von der Personalabteilung benötigen, teilen Sie es mir bitte mit. Unternehmensintermail 25.09.77. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf dem Dach unseres Hauptsitzes abgehalten, und um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit Ihren Lieben zu essen und den wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Es wird eine Bar und Live-Musik geben. Außerdem findet um 22 Uhr ein besonderes Feuerwerk statt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu können. Das war am 25.09. Okay. Jo, dann wissen wir ja, wo der ist. Im ersten Geschoss. Von einer Feier sieht man hier aber nichts. Es wäre aber wirklich ein schöner Ort zu feiern. Ich glaube, das ist das höchste Gebäude in ganz Boston, oder? Habe ich nicht nur gesagt, hier will ich drauf landen? Also hier will ich rein? Aber das ist ja auch abgehakt. Ah. Und zu. So, haben wir hier noch was? Coca-Cola? Radio? Ups. Ich hoffe, die kommen hinterher. Machen sie ja sonst immer. Ich habe das Gefühl, da drin wird es etwas enger. Mm-hmm.
unscharfe Textur. Ist da jemand anwesend? Das ist nicht gut. Bewegungen. Seltsam. Ist ein Automatikgewehr. Institutpistole. Pistole. Terminal. Okay, was haben wir hier? Bathrooms. Nichts. Also doch, zwei Treffer. Okay. Bin durch. Büro der Produktentwicklungsleiters. Alarm. Im Produktionslabor 3 wurde eine Leistungsspitze festgestellt. Die Hauptenergie wurde abgeschaltet, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Intramail der Forschungsabteilung 23.07.77. An W. Goldberth, Leiter der Produktentwicklung von N. Chandridge, Forschungsleiter. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Kathy Hathaway auf die Graphenabstimmung ausgesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieabrechnungen, wo ich sie gerade erwähne. Miss Hathaway Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege. Persönliche Intermail 25.07. an W. Goldberth von E. Denvers. Was für ein Mist, will Chandridge mit seiner Empfehlung für Hathaway abziehen. Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles. Ich sag ihm eins, wenn sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg, Goldberth. Ah ja, Energieverwaltung. Eventuell ist es möglich, Energie an den betreffenden Bereichen vorbeizuleiten. Möchte sie den automatischen Umleitungsvorgang aktivieren? Ja. Erledigt. Energieinfrastruktur des Gebäudes zugreifen erledigt, Energieumleiten erledigt, Hauptenergie wurde wiederhergestellt. Alle Systeme funktionieren normal. Perfekt. Das sollte funktionieren. Da, schon erledigt. Der Strom läuft wieder. Fick dich schon. Aufgepasst. Warte auf deinen Befehl. Stimmt was nicht? Das ist erstmal alles. Bestätige. Entschuldigung, Proctor Ingram. Das Gebäude sieht ja übel aus. Hoffentlich ist der Beschleuniger noch da. Das stimmt allerdings. Ich habe schon Gebäude gesehen, die besser in Stand waren.
Wow, ich habe gerade erst gemerkt, dass das ein Glasboden ist. Alter. Das hat man gar nicht gesehen, weil es da unten so dunkel ist. Unsere Meldung der Forschungsabteilung 20.06.77 an Kay Hathaway, Materialabteilung von Enchantridge, Forschungsleiter. Kathy, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Arbeit am Beschleuniger von unschätzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe Sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. 22.07.77 an Kay Hathaway von Enchantridge. Kathy, wäre es Ihnen möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte Ihrer Kompositlegierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollten, sagen Sie es mir. 29.07.77 wieder an Hathaway von Chandridge. Sie wirken Wunder, Kathy. Die Graphen-Komposit-Abschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn sie so weitermachen, sind sie im Nu Entwicklungsleiterin. Ah ja, dann hat sie tatsächlich gute Arbeit gemacht. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur wieder mal so ein... Ich habe da irgendwie meine Freundin eingeschleust oder sowas. Kennt man ja. Die ewige Geschichte. Schade. Das mit dem Strom war optional, ne? Das heißt, es gibt auch einen anderen Weg nach unten, aber den werde ich nicht nehmen. Weil ich habe den Strom hinterhergestellt. Geschafft! Ah, okay, das... Wir könnten uns auch hier hinunterfallen lassen. Ja, könnten wir. Vielleicht nicht so bequem wie ein Aufzug, aber immerhin die richtige Richtung. Könnten wir, werden wir aber nicht tun. Ich habe den Aufzug schon bereits in die... Aus der Fall... Bereits repariert, beziehungsweise aktiviert, reaktiviert. So. Was ich hier gefunden habe, war irgendwo... Da, was? Da. Die Pistole. Und jetzt brauche ich noch ein Gewehr. Jetzt brauche ich noch ein Gewehr. Muss doch noch irgendwo ein Gewehr liegen. Es lag doch hier irgendwo ein Gewehr rum. Zitronenpistole. Da. Ich will nämlich ein Automatikgewehr für diese Mission. Ich habe nicht erwartet, dass das so eng wird und dass das so viele Feinde werden, die Level 5 sind. So, das ist die Rüstungswerkung, die interessiert mich nicht. Das ist das da. Da gucken wir uns euch auch mal um. So. Waffenwerkbank. Also, wir haben hier das Gewehr, dann nehmen wir einfach den... Keine Ahnung. Verlängerten Lauf oder sowas? Ich kann gar nichts rausnehmen, scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte sie rausnehmen. Plastik und Kleber. Ich nehme mal ganz kurz die ganzen anderen Waffen mit. Das Longgewehr. Pistole. Man ist ohne Power Armor schneller unterwegs, oder? Kann ich mir noch nicht. Das ist doch keine Einbildung. Hier noch den Schockstab. Sonst gab es hier nicht. Nichts. Nee. So, und jetzt kommt das weg und das kommt weg und das kommt weg. Da muss ich nichts machen. Hier auch nicht. Ach verdammt, ich brauche immer noch Kleber.